Weil ohne sozusagen den Blick, den andere auf einen haben, hat man vielleicht eine verschobene Selbstwahrnehmung. Also ich glaube schon, dass diese Spiegelung durch andere Menschen braucht. Und dass die einem sagen können, wo man Stärken hat, wo man Schwächen hat. Also das kommt, glaube ich, insbesondere schon durch andere Menschen, die einem sozusagen ihren Eindruck vermitteln, den sie von einem haben. Also würdest du sagen, es gibt genug Menschen, die einem Frank Otto die Meinung ins Gesicht sagen, eine Kritik, ein Feedback, eine ehrliche Anerkennung? Also ich weiß, dass es ganz viele Menschen gibt, die sich das nicht trauen. Aber ich kann auch ein bisschen zwischen den Zeilen lesen. Also manche, mit denen ich sozusagen sehr vertraut bin, die blenden sozusagen das Materielle aus. Das spielt dann gar keine Rolle mehr. Und die können das sagen und die sind da sehr offen und sehr ehrlich. Und dann gibt es natürlich ganz viele, die sich das nicht trauen würden, weil sie einfach diese Nähe gar nicht haben, die das als anmaßend empfinden würden. Aber ich habe da auch ein Feingefühl. Also ich spüre das schon, die Leute vielleicht. Es ist mir auch nicht immer wichtig. Also ich sag mal so, es ist für mich wichtig, mich spiegeln zu können, aber es ist mir nicht wichtig, jedem gefallen zu müssen. Also das durchaus nicht. Also sage ich mal, hilft es mir eigentlich nur so für mich, meine Entscheidung zu treffen und zu sagen, ja, die Richtung stimmt oder die Richtung gefällt mir nicht. Und insofern ist das eine Unterstützung sozusagen, um zu einer eigenen Auffassung zu gelangen. Aber gefallen muss ich jetzt nicht unbedingt jedem.